Oh. Okay, ich bin zwar kein Semper-Video und auch kein Technik, sonst ja, würde jetzt der Wind wehen und der Hund bellen und die Schwiegermutter anrufen und so weiter, aber nein, ich habe euch trotzdem was Nettes zu zeigen. Und ja, zwar ein nettes kleines Tool mit dem Namen Display Fusion. Ja, das gerade für Leute mit mehreren Monitors, da steht schon, eine ziemliche Bereicherung darstellen kann. Vor allem auch bei Windows 7 zum Beispiel, weil ich glaube, hier ist Angabe ohne Gewähr, ich glaube bei Windows 10 haben sie endlich mal geblickt, dass eine zweite Taskleiste auf dem zweiten Monitor ganz nett wäre. Gab es bei Windows 7 noch nicht. Geht aber über dieses Programm hier, ist das durchaus möglich, über Display Fusion. Und es bietet auch noch einige andere nette Funktionen, wie hier auch schon so schön steht, Funktionen. Ja, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ist es, dass dieses Fenster hier, das hat irgendwie ein bisschen mehr Knöpfe als normale Standardfenster. Ist mal davon abgesehen, dass es nur das X hat, das kommt ja vom Programm. Ah, die Knöpfe daneben. Nanu, was ist das denn? Ja, ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich halte dieses Fenster schön im Vordergrund. Und dann, ja, kann ich andere Fenster dahinter trotzdem nutzen, indem ich zum Beispiel auf D klicke und so weiter und so fort. Und trotzdem, ja, ist hier, ja, dieses Fenster eben immer im Vordergrund. Ich kann es zwischen den einzelnen Monitoren hin und her wechseln, switch und wieder zurück. Oder zum Beispiel auch Fensterdeaktivierung verhindern. Das ist auch ganz nett. Gerade zum Beispiel jetzt manche Fenster, wenn sie den Fokus verlieren, die werden ja quasi eingefroren. Zum Beispiel auch beim RPG Maker da spielen, da merkt man es ganz deutlich, wenn da in einer Region bist, wo die irgendwie schneit oder so und du klickst drauf, dann hört das eben auf. Also das wird einfach quasi komplett pausiert. Und das wird eben durch diesen Fensterdeaktivierungsverhindern-Knopf wird das verhindert. Also die werden laufen dann trotzdem noch weiter, aber reagieren eben auch auf nach wie vor noch auf Tasteneingaben. Das muss man halt da auch dazu sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie was anguckt und man will irgendwie nebenbei in irgendeinem Ding, das sonst deaktiviert werden würde, noch irgendwie Zeit ablaufen lassen oder sonst was, dann kann man das durchaus nutzen. Und was auch zum Beispiel für mich für die Streams ganz nett ist, man kann sich hier ja quasi auch eigene Funktionen zusammenstellen. Das ist das, was ich hier jetzt zum Beispiel gemacht habe. Meine Wax Stream Funktion, auch wenn ich sie eher für den VLC Player nutze, wie ich jetzt inzwischen festgestellt habe, kann ich die eigentlich noch umbenennen? Bearbeiten. Ah, ich kann sie umbenennen, okay. VLC Player. Machen wir das gerade mal live im Stream und ihr habt vielleicht schon gesehen, was diese Funktion macht, wenn ich jetzt den VLC Player mal starte. Dann ja, ziehe ich das mal ein bisschen klein und jetzt drücke ich die Tastenkombi, die ich dafür vergeben habe, nämlich eben hier diese Shift-Alt-Steuerung und R. Und zack, bin ich immer in der Größe, auf die meine Einstellung im Open Broadcaster reagiert, wo eben der Bereich dann ist, wo das Bild ist. Und ich muss es nicht jedes Mal mühselig neu hinziehen, sondern nein, ich habe das automatisch. Gut, man kann auch VLC-Player einstellen, dass er sich die Größe beibehält. Man kann aber auch VLC-Player, das ist glaube ich Standardeinstellung, eben so haben, dass er immer die Größe von dem Video, das du startest, annimmst. Wie auch immer. Aber es reicht ja schon leichtes Verschieben. Und ja, so habe ich es immer direkt wieder perfekt eingepasst. Was auch ganz nett ist, gerade für mich als Let's Player, ist zum Beispiel auch hier diese Funktion nächstes Wiedergabegerät als Standard festlegen. Wenn ihr jetzt öfters mal zwischen den Wiedergabegeräten wechseln müsst, dann kennt ihr das vielleicht. Man macht hier Rechtsklick auf Lautsprecher, macht hier Wiedergabegeräte. Und dann kann man sich hier eins aussuchen. Das kann man dann rechtsklicken und als Standardgerät wählen. Und weil unnötig viele Klicks. Hier habe ich eine Tastenkombi.
Und schon wird das Gerät gewechselt zwischen denen, die eben aktiviert sind. Man kann sich eben, wenn man mehrere hat und die meisten davon nicht verwendet, kann man sich die eben so wie ich deaktivieren. Und dann ist alles chillig. Und was vielleicht der ein oder andere in meinem heutigen Part von Assassin's Creed 2 gesehen hat, was vielleicht der ein oder andere von euch auch kennt, wenn er mit mehreren Monitoren irgendwelche Vollbildanwendungen spielt, irgendwelche Spiele. Wie zum Geier habe ich jetzt da rausgeklickt? Ich habe meine Maus gar nicht rausbewegt. Kennt ihr vielleicht? Und auch dafür hat dieses Programm eine Lösung. Deswegen, ja, zeige ich euch das auch mal. Mauszeiger auf dem fokussierten Fenster sperren, entsperren. Wenn ich jetzt also Steuerung, Alt, Shift und 2 drücke. Huch, ich komme mit meiner Maus nicht mehr raus. Nein, sie ist gefangen. Warte mal, meine Maus, die wird gerade gar nicht angezeigt, ne? Doof, ich habe mal wieder vergessen, den Mauszeiger für die Aufnahme einzustellen. Auf jeden Fall kann ich jetzt mit meiner Maus nicht mehr aus diesem Fenster hier raus gehen, raus switchen. Ich kann ja theoretisch mal, wenn ich das jetzt nochmal drücke und kurz in die Systemsteuerung reingehe. So. Oder auch nicht in die Systemsteuerung reingehe. Da habe ich mich wohl vertippt. Systemsteuerung öffnen. Machen wir das halt kurz anders, weil ich glaube, ich kann das leider nicht aktiv direkt switchen. Mal jetzt einfach mal das hier so, zack, übernehmen. Ich kann es natürlich versuchen. Ich kann es natürlich versuchen, Mauszeiger anzeigen, ob das jetzt funktioniert. Ansonsten seht ihr jetzt mit Steuerung, wo meine Maus gerade ist. Und das funktioniert eben dann auch für die Vollbild-Spiele, dass ihr eben jetzt diese Taste drückt und ups, meine Maus ist hier oben. Ich kann noch weiter nach oben gehen, aber nö, die Maus bleibt in diesem Fenster. Ich kann auch weiter nach rechts gehen. Nein, ich komme da nicht raus. Ist eine ganz gute Lösung für dieses Problem, falls das jemand von euch hat. Ja gut, Bildschirm spiegeln, Fenster spiegeln, sowas braucht man meist nicht. Aber auch zum Beispiel diese Funktion Fenster zentrieren, die habe ich jetzt hier gerade gar nicht aktiv, aber die gibt es auf jeden Fall. Hier Fenster zentrieren, Steuerung Windows Q, also auch die Windows-Tasten kann man sich mal für neue Kürzel belegen. Zack, ist es wieder zentriert. Ist jetzt eventuell für ja, Bildschirmbereichaufnahmen ganz nett, wenn man sich dann eben die Größe auf die Mitte einmal eingerichtet hat und dann hat man versehentlich das Fenster verschoben irgendwann mal, weil man nicht zu blöd war. Zack, habe ich es wieder in der Mitte, dort wo es sein soll. Ja, also es gibt hier noch einige mehr coole Funktionen. Da muss man sich wirklich tatsächlich mal durchgucken. Ich habe jetzt hier bei mir halt die Vollversion. Es gibt auch eben so eine Testversion, sag ich mal, da die entsprechend eingeschränkt halt ist. Das sind dann die Funktionen, die man nicht nutzen kann, sind, glaube ich, in Blau geschrieben oder irgendwie sowas war das. Ja, also könnt ihr, wenn ihr wollt, auf jeden Fall mal antesten, das Programm. Ich glaube, die zweite Taskleiste geht trotzdem auch schon in der Testversion, falls die jemand von euch gebrauchen kann. Deswegen klicke ich jetzt hier auch hier nicht auf Lizenzschlüssel, weil sonst würdet ihr meinen Lizenzschlüssel sehen und verwenden können. Und das muss ja nicht sein. Die Sache ist halt die, ich habe nämlich eine Lizenz für beliebig viele Rechner auf Lebzeit quasi, aber ich meine, die sind wahrscheinlich auch nicht ganz doof, wenn die merken, dass das jetzt plötzlich hier auf was weiß ich wie vielen Rechnern drauf ist, die was weiß ich an wie vielen verschiedenen Orten sitzen, dann ja, ich möchte es einfach nicht riskieren, dass die mir gesperrt wird. Von daher, es ist ja hier auch kein Software-Schwarzmarkt, sag ich mal, aber dieses Tool ist auf jeden Fall echt cool. Man kann theoretisch auch, wenn man will, sich den Windows-Anmeldebildschirm Hintergrund ändern. Ich habe das jetzt in meinem Fall eben auf dem, was mein Hintergrund eben gerade in diesem User drin ist. Und ach ja, genau. Wie ihr vielleicht seht, hier oben links steht bei mir schön der Name von dem aktuellen Bild, weil ich damit auch eben sagen kann, wechsel mir alle so und so viele Minuten das Hintergrundbild oder wechsel es mir, wenn ich eine bestimmte Tastenkombi drücke.
Ich dachte, ich hätte jetzt gerade die richtige gedrückt. Ah, Steuerung Windows R war's. Dann kommt hier Zufallsbild suchen. In so einer ähnlichen Bubble würde eben auch erscheinen, wenn ich das Ding an dort den das Wiedergabegerät, was ich jetzt aber gerade nicht machen werde, nicht machen will. Und oh mein Gott, ich quatsche hier schon 10 Minuten und habe wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon gezeigt. Ja, hier eben, man kann eben auch unterschiedliche Bildschirme, unterschiedlichen Bildschirmen unterschiedliche Hintergründe zuweisen. Zum Beispiel habe ich hier jetzt nur bestimmte Bilder drin und hier habe ich einfach den ganzen Ordner reingenommen. Einfach um zu verhindern, dass hier irgendwelche komischen Bilder, die eben in dem Ordner mit drin sitzen, auch mit reinkommen. Die ich aber auf dem Hauptmonitor nicht haben will, weil das eben auch mein Sperrbildschirm-Dingens ist und pipapo, ihr kennt das vielleicht. Und bei Info kann man eben reinschreiben, in diesem Falle hier WP-Titel. Wie das Ding heißt, da gibt es noch diverse andere Infotags, die man sich da reinpacken kann. Ja, also ihr seht schon, da gibt es einiges. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas Cooles? Ja, ich kann auch die Audiogeräte hier über Rechtsklick auf dieses Symbol davon wechseln. Und ich kann mir theoretisch auch Desktop-Symbol-Profile speichern. Damit kann ich dann theoretisch auch die... Ja, was kann ich damit eigentlich machen? Ich glaube, ich kann damit theoretisch zum Beispiel sagen, ich habe jetzt einen Desktop für Let's Play-Aufnahmen. Da sind dann so Programme wie Bandicam oder eine Verlinkung zu dem Ordner mit den Aufnahmen und sowas drin. Und kann dann eben die Profile speichern und laden, welche Icons ich gerade brauche. So verstehe ich das gerade. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht getestet. Müsste ich mal machen, weil das klingt relativ cool. Die Sache ist halt, ich habe es deswegen nicht getestet, weil ich halt zusätzlich noch das Programm Fences verwende. Was auch ein ziemlich cooles Tool ist, was mir die Strukturierung ein bisschen besser erlaubt. Und man kann eben auch dann aktuelle Grafik anhalten, dass eben kein nächstes Wallpaper geladen wird nach einer bestimmten Zeit und pipapo. Man kann auch den Taskmanager aufrufen, gut, braucht man nicht wirklich, kann man auch über Steuerung Shift Escape machen, falls jemand die neue Tastenkombos seit Windows Vista oder 7 noch nicht kannte. Steuerung Shift Escape direkt in den Taskmanager. Braucht ihr keine Steuerung alt entfernen. Nicht zwangsweise. Ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht so viel dazu ein, was ich jetzt noch sagen könnte. Ihr könnt es euch ja mal holen, ein bisschen durchgucken. Vielleicht ist da ja was Nützliches für euch dabei, wenn ihr eben mehrere Monitore habt. Ich will dieses Programm als Nutzer mehrere Monitore definitiv nicht mehr missen. Und ja, ich hoffe, vielleicht dem ein oder anderen von euch irgendwas Cooles gezeigt zu haben, wo er sagt, boah, ist das genial. Dann würde ich mich über ein Däumchen sehr freuen. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, man sieht sich hoffentlich in einem anderen Video mal wieder. Macht's gut. Ciao, Leute.